Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ob heute noch ein zweites oder eventuell sogar drittes Video kommt, das weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber ich habe mal wieder Bock auf eine neue Reaction, nämlich Calvin und Marvin. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es nicht schon im Titel oder im Thumbnail gesehen? Nein! Naja, ich reagiere heute wieder auf Calvin und Marvin, weil ich die Reactions einfach so witzig fand. Allerdings reagiere ich heute nicht auf ein 3-Nachts-Video von ihnen. Heute reagiere ich auf eine Challenge. Und zwar, wer zuletzt den Kreis verlässt. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt, das Video oder so. Aber wenn nicht, dann werdet ihr es ja jetzt sehen. Ja, gibt nichts weiter drum rumzulabern. Also, es geht los. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's, Marvin. Das ist Kevin. Und heute gibt's die Challenge. Wer zuletzt den Kreis verlässt, bekommt 10.000 Euro. Und zwar, okay. Leute, hier haben wir... Leute, das ist unser Kreis. Das ist ja gar kein richtiger Kreis. Also, okay. Leute, hier, wenn wir diesen Kreis betreten... Oh, du bist schon drin, du darfst mehr raus. Spaß. Ja, ab jetzt, wenn wir diesen Kreis betreten, dürfen wir nicht mehr raus. Also, wir dürfen schon raus, aber... Der als letztes rausgeht, bekommt diese schönen 10.000 Euro auf den Nacken drauf, Leute. Boah, das ist ja eine geile Challenge. Kann ich das auch mal versuchen? Aber das ist ja bestimmt so, dass die auch tricksen dürfen, ne? Also, oder dürfen die da nichts machen? Also einfach nur jeder für sich? Oder gibt es da noch irgendwie Tricks, die man anwenden darf, um den anderen rauszukriegen? Yes, das ist die Challenge. Und Leute, um das ein bisschen spannender zu machen, darf jeder nur drei Sachen mit in den Kreis nehmen. Ah. Ist dir überlassen. Okay, also das heißt, man darf nur drei Sachen mitnehmen. Wäre jetzt einfach frech, wenn jetzt einer sagen würde, ich nehme einfach meine Matratze mit, damit ich leichter auf dem Boden bin. Und okay, also nur drei Sachen. Bezieht sich das jetzt hier auch auf Essen, Trinken und vielleicht Handy oder sowas? Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Was du mitnimmst, ich weiß schon eigentlich, was ich mir holen werde, um da drin zu überleben, weil ich habe vor, richtig lange da drin zu bleiben. Okay, ich will diese 10.000 Euro auf jeden Fall gewinnen. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, für wen ihr seid und was würdet ihr mit in diesen Kreis nehmen, wenn ihr... Okay, also, das ist jetzt schwer zu sagen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich würde denken, mal Marvin gewinnt, ja. Also, ich schätze mal auf Marvin. Und was ich in den Kreis mit reinnehmen würde, also, ich würde auf jeden Fall erstmal schon mal genug trinken, vielleicht so eine 2-Liter-Buddel, damit ich da genug trinken habe. Wer weiß, wie lange ich drinnen bleiben müsste. Dann würde ich mir Essen holen. Auf jeden Fall, naja, wenn es eine Sache, ich weiß nicht, auf jeden Fall Essen, aber die dritte Sache. Vielleicht mein Handy oder so oder ein Buch, irgendwas zur Beschäftigung vielleicht. Aber das ist mal eine schwere Sache. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Solange da Und auf drin wen ihr aushalten trinkt. müsstet, wie möglich, schreibt jetzt in die Kommis. Und gebt einen fetten Daumen hoch für mehr solcher Challenges. Ja, Mann, für mehr so krasse Challenges, fetten Daumen hoch, Leute. Jetzt, ich würde sagen, als erstes gehen wir erstmal einkaufen, besorgen unsere Sachen, die wir brauchen. Genau, jeder besorgt jetzt drei Sachen seiner Wahl. Ja. Man muss gut überlegen, ne, weil es kann lange werden. Ja, Deswegen, ich Mann. habe schon eine Idee. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Also drei Sachen, ne? Drei Sachen, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Ich glaube, ich fahre mal jetzt los Ich werde und jetzt auch los. besorge mir Sachen. Wir werden jetzt auch gleich einkaufen. Ich bin aber weg. Ciao. Leute, bin hier gerade am Tanken. Auf jeden Fall meine erste Sache wird sein, ein Wasser auf jeden Fall. Das hole ich mir jetzt hier sofort, eine große Flasche Wasser. Und die zweite Sache muss ich mir noch überlegen, was ich mir zu essen hole. Dazu kommen wir gleich, Leute. Aber wir holen jetzt erstmal Wasser, wenn wir getankt haben. Lego. So, ein schönes, großes Wasser hier gekoppt. Und jetzt überlegen, was ich mir zu essen mitnehme. So Leute, da wir ja nur drei Sachen mit in den Kreis nehmen dürfen, muss natürlich für reichlich Flüssigkeit gesorgt sein. Und zwar Ja. Wasser, aber nicht wenig Wasser, sondern 8 Liter. Bäm! Oh, Guck, was ich hier ja, gefunden genau so habe. ein Ding würde ich dann auch Tja, mitnehmen. es gibt keine Regeln, die sagt, wie viel Liter man nehmen darf. Und ich habe mir gedacht, direkt mal Alles gedacht, von 8 Liter, Wolwig. so werde ich doch lange aushalten. Aber es war natürlich auch ein kleiner Nachteil, denn man muss auf Klo. Also ich muss mir diese 8 Liter hier gut einteilen. Aber so kann ich schon mal überleben, falls es tagelang sein wird. Okay. Die tun ja so, als ob die jetzt hier zu Seven vs. Wild gehen, Alter. Guckt das eigentlich einer von euch, die zweite Staffel und so? Oder hat irgendeiner von euch die erste überhaupt gesehen? Oh, bin mal gespannt, wie lange Knossi noch durchhält. Leute, ich habe jetzt überlegt und ich hole mir einen fetten Döner mit in den Ring. Das wird mich schön satt halten, sehr lange, weil da ist Fleisch drin, Brot, Oh. Fett.
Eiweiß, Salat, das wird mich schön satt halten. Auf geht's, Döner holen. So, zweite Sache, Döner am Start. Jetzt geht's noch um die dritte Sache. Da habe ich mir was überlegt. Da fahre ich erstmal nach Hause für und dann holen wir die dritte Sache, Leute. Ab geht's. So, Leute, die zweite Sache ist ein Brot, ein trockenes Brot, Brot und Wasser. Und, Leute, meine dritte Sache ist eine Wasserpistole. Oh, das ist aber frech. Du kannst doch hier nicht einfach nass spritzen. Okay, also dann hat sich meine Frage am Anfang auch schon erledigt, ob die hier tricksen dürfen. Also irgendwelche Mittel, wie er jetzt hier eine Wasserpistole benutzen dürfen, um den anderen rauszukicken. Oh, das ist aber frech. Mal gucken, was Kelvin bei. Ey, wenn aus dem Kreis zu locken, ich werde ihn ab und zu dann abspritzen und so, bis der aus dem Kreis geht, ich werde ihn die ganze Zeit nerven. Oh, nett. Leute, meine dritte Sache ist Furzspray. Nee, also wenn das jemand in dem Kreis sprühen würde, dann wäre ich sofort raus, weil der Geruch ist so intensiv. Eklig. Taktik am Ende, wenn alle Stricke reißen und Marvin gar nicht aus dem Kreis geht, dann muss ich zu diesem Teil hier greifen, damit er dann hoffentlich aus dem Kreis geht und ich die 10.000 Euro gewinne. Leute, wir sind ausgerüstet. Yes. Ich habe meine drei Sachen im Rucksack, du auch? Ich habe meine drei Sachen auch am Start. Alles klar, diese Kamera dürfen wir mit in den Kreis nehmen. Genau. Und ja, ich mache die mal kurz an, um hier zu filmen. So, auf jeden Fall, da liegt das Geld. Ich würde sagen, wir legen das in greifbarer Nähe, ne, damit man in die Versuchung kommt. Sagen wir legen das hier vorne hin. Noch damit umhergehen. Hier schön Richtung Ausgang, ne? Ja, hier kommt keiner so leicht dran. Außer, ja, du gehst aus dem Kreis raus, dann darfst du natürlich das Geld aufheben. Aber da hat man verloren. Und das wird nicht passieren. Ich würde sagen, du kannst rausgehen. Du darfst das Geld aber eigentlich nicht aufheben, weil wenn du verloren hast, dann gehört das Geld dir ja nicht. Also, so sinnvoll ist das nicht. Bevor es losgeht, nochmal ein Taschencheck, ne? So, Taschen kontrollieren. Ja, sieht gut aus. Ich bin clean. Im Rucksack nur drei Sachen drin. Wenn dann keine drei Sachen drin sind, bist du disqualifiziert. Im Kreis können wir gleich mal kontrollieren. Und das Geld gehört mir. Ah, okay. Also das heißt, bescheißen kannst du auch nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel was an der Seitentasche vom Rucksack versteckst oder so. Oder irgendwie das im Pullover reinstust oder sonst irgendwas. Dann bist du sofort disqualifiziert. Okay, cool. Nein, im Kreis können wir das gleich mal kontrollieren. Ja, Mann. So, jetzt du. Durchsuche mich ruhig, ich hab nichts. Alles gut. Außer meine drei Sachen im Rucksack. Kängurutasche, ist ja was drin? Nee. Ist nix. Alles clean. Hier, Taschen sind auch leer, guck. Ja, aha. Hier. Willst du mich verarschen? Das ist meine Hüfte. Er hat versucht, das Handy mit reinzuschmuggeln. Ja, okay, so natürlich. Also, das ist natürlich jetzt auffällig. Ich meine, hier an der Seite so, wenn das dann sowieso noch nicht so ist, dann ist doch klar, dass man das sieht. Also. Weg damit. Gegen die Spielregeln, das kommt weg. Oh nein! Die Tasche kontrolliere ich von dir auch. Ah, jetzt ist er nicht disqualifiziert. Ich hätte es so gemacht, dass er jetzt disqualifiziert ist. Dann hätte Kelvin sich das Geld nehmen können und alle sind zufrieden. Mal gleich, kleiner. Ja, da sind drei Sachen. Wenn er keine drei Sachen drin hat, der wird disqualifiziert. Sofort, und das kontrollieren wir sowieso im Kreis. Ja, gut, dann ist es natürlich so, wenn du das weißt, also wenn dir das vorher gesagt wird, bevor du deine drei Sachen aussuchen darfst, dass du dann sofort disqualifiziert wirst, wenn da jemand das was merkt oder so, dann ist natürlich klar, dass du das nicht so einfach machen kannst, aber... Bei dem Mann. Bist du bereit? Ja. Ich bin auch komplett bereit. Eins. Kamera läuft. Zwei. Drei. Drei. Und ab jetzt, wer diesen Kreis hier verlässt, der hat verloren. Ja. Und für 10.000 Euro gebühren den, der zuletzt im Kreis bleibt. Da liegt die Motivation. Ja, okay, dann zeig mal, was du hast. Ne? Ja, zeig ich mal Proviant. Setzen wir uns mal hin. Ich bin vorgesorgt. Ja. Ich war gespannt jetzt. Mir ist gerade eingefallen, ich war gerade auf Klo. Oh, das ist dein Pech. Ich war gerade noch auf Toilette. Oh, das ist gut, weil ich habe ja sehr viel Flüssigkeit. Und zwar habe ich hier. Was? Ordentlich Wasser. Ich wünsche mir Abenteuer nicht. Weil ich hier tagelang sein werde. Ich werde hier tagelang. Was? Oh mein Gott, Leute. 8 Liter, Mann. Bam. Oha. Das ist geil. Dann habe ich hier noch ein schönes Baguette. Noch ein bisschen Magen, Stück für Stück einteilen. Sieht lecker aus. Davon würde ich mir was stibitzen, ne? Nee. Ich weiß gar nicht. Da muss ich alles zeigen? Ja, alles. Ich muss alles sehen. Wenn es hart auf hart kommt, Marvin, mein Freund. Was? Hoopsway, Mann. Ey, das machst du nicht. Wenn's hart auf hart kommt, das ist aber auch schlecht für dich, das weißt du. Ja, das ist für beide schlecht, wenn es stinkt. Ich
muss ich jetzt aushalten können. Okay. Okay, und jetzt kannst du kontrollieren. Hier ist nichts mehr drin. Ja. Check ich nochmal ab, lass mich fühlen. Können die auch gerne wegwerfen direkt? So. Ja, die werden weggeworfen, aufs Bett werfen. So, und jetzt deine. Mach ruhig auf hier, guck, was ich hab. Ah, ich kontrolliere die. Okay, ich bin gespannt. Mhm. Auch ein Wasser. Yes, ein Wasser. Ein Wasser. Zum Überleben. Wow. Alter. Ja, ein Döner. Oh, lecker, ein Döner. Ja. Oh, ich hab Genuss oder was? Normal, ein Döner, ein Wasser und Das ist aber frech. Der darf doch jetzt nicht einfach seine Sache, seine Waffe gegen ihn das ist ja frech. Stopp. Ey, das ist meine Geheimwaffe hier. Das ist frech, ja. Okay. Was ist eigentlich, was ich mir jetzt vorstelle, was ist, wenn jetzt einer so gemein ist und einfach die Sache des jeweiligen, also nehmen wir mal an, Calvin würde jetzt Marvins Döner essen oder ihn einfach aus dem Kreis schubsen, wird er dann dafür disqualifiziert oder kriegt er eine Strafe? Das würde mich mal interessieren. Also, was meinst du, wie lange halten wir hier aus? Wir müssen doch hier schlafen, das ist richtig hart, ne? Ja. Vielleicht nehme ich meinen Baguette als Kopfkissen. Hätte ich eine Decke mitgenommen. Weißt du, was geht? Aber wir dürfen nur drei Sachen mitnehmen. Ja, Platz ist genug, nur der Boden ist ein bisschen hart, ne? Ja, der Boden. Ja, aber gern Kopfkissen läuft. Erstmal Schlappen hier ausziehen. Und sich mit der Umgebung vertraut machen hier, ne? Mit der Umgebung vertraut machen. Ist ja nicht so, dass daneben ein Bett liegt und du den Raum wahrscheinlich in- und auswendig kennst. Oh mein Bruder, ich muss hier das ist halt nur auf dem Fußboden. Das ist nur für mich raus. Auf jeden Fall. Ja. Aber wenigstens ein fettes Kopfkissen. Ne, das ist unbequem. Jetzt läuft mir den Kopf hier. Okay. So, Leute, es geht los. Es geht um 10.000 Euro. Let's go. Und es geht los. Geht ja gut los hier. Ist ja langweilig jetzt. So ist die Stimmung aber wirklich, wenn du die Kamera ausmachst. Wenn du so ein 24-Stunden-Video zum Beispiel auf der Couch oder so drehst, machst du die Kamera aus und liegst gefühlt einfach nur da und machst gar nichts, um die Zeit rumzukriegen. Ist halt immer so. Ja, jetzt chillen sie erstmal da. Und sie können sich doch einfach unterhalten. Oder? Okay, Yoga machen. Wie viel Zeit ist jetzt schon um? Leute, ich glaube, Calvin schläft. Zeit, den zu wecken. Oh, was macht er jetzt? Oh, okay. Eingepennt, Alter. Boah, ich war Ja, ist schon ein bisschen was. Ich bin auch was eingepennt, Alter. Kopf einfach hier drauf. Ja, Mann, ist ein gutes Kissen anscheinend, ne? Du hast ja gar nichts getrunken, ne? Kannst du ruhig ausdrehen, wenn du gehst. Ins Bett ist gemütlicher. Ist zwar weich, aber. Im Bett ist echt gemütlicher, Alter. Oh, ich kann dann mit ins Bett nehmen. Ich hab noch hier ein paar Spritzer drin, ne? Und ich hab noch Wasser zum Nachfüllen sogar. Halt mal den Ball flach, ich hab da auch noch nicht. Ey, das ist auch für dich schlecht. Kein Fenster ist offen, ne? Egal, dann verrecken wir beide, ey, das sagst du nicht. Hätte das nicht Fenster aufmachen können. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist wirklich was anderes gedacht. Das ist gar nicht so zum normalen Trinken. Oh, oh. Wenn man hier unten trinkt, das macht es mir jetzt natürlich schwieriger, das Ganze hier. Ja, Pech, ne? Ja, das irgendwie was. Große Töne spucken. Ja, ich glaube, runterdrücken, dann in dich reinkippen. In dich reinkippen. Kommt was? Professionell. Wie das aussieht, Alter. Ich werde ein paar Tage bleiben, ich werde das rauchen. Ja, komm. Ja, ey, guck mal, mein Handy ist da. Ne? Also, ich nehme das kurz, um einen zu grüßen auf Instagram, oder? Für die Community ist das okay. Komm, für die Community. Ja, danach lege ich das sofort wieder weg.
Genau, fürs Grüßen der Community. Schöne Grüße an Michi und Benjamin. Bam! Ihr habt die Glocke aktiviert, auf Insta geschrieben, Hashtag Glocke aktiv unter den neuesten Builds. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, schreibt Hashtag Glocke aktiv unter unserem neuesten Bild auf Instagram, Marfit und Kelvinfitty. Unter beiden Profilen, dann suchen wir immer welche aus, die wir grüßen im Video. Apropos Hashtag Glocke aktiv, Leute, wir haben die ganze Zeit unsere Hoodies diesmal und dazu... Ja, ja, okay. 2 Stunden später schon und der nüppelt immer noch dran. Naja, gut. Leute, für mich gibt es erstmal einen schönen Döner. Der ist jetzt leider schon kalt geworden, aber vielleicht schmeckt der trotzdem noch. Schau mal rein. Bitte schmeckt er noch. Yes. Schön mit Kalbfleisch. Da kriegt man echt immer Hunger auf den Döner, ganz ehrlich. Nee. Im Hintergrund mit seiner Hunger. Trinkst du Hunger? Also, ist trunken. Du weißt schon, du musst vorher auf die Toilette nach. Letzte Schuld. Selber schuld. Richtig lecker. Das sieht echt geil aus. Das Gemüse. So Leute, Mama hat mir die Wasserflasche geklaut. Hä? Als ob? Ich muss übertrieben auf Klo. Also wir haben sehr viel Wasser getrunken. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja, jetzt habe ich mir gerade gedacht, hier ist ja mal eine Flasche. Ich darf da reinpinkeln. Nein! Der einzige Moment, nein. Da reinzupinkeln ist, nein. Wenn Marvin schläft. Und das werde ich jetzt tun. Oh, das macht er jetzt nicht. Kelvin, nein! Das muss sein, Leute. Alter, das kannst du nicht. Nein. Nee. Er macht's halt einfach wirklich. Oh, Junge. Oh. Hättest du wenigstens kappen können, Alter. Boah, nee, hör auf. Ey, hat er da wirklich... Nein, wenn er da... Das sieht sehr nach ausgetauscht aus, aber wenn er da wirklich reingeht. Ja, jetzt will ich den Brot gönnen. Wäre ich gut. Oh, das war. Oh, so. Ja. Den ersten Brot gegessen. Wäre ich mir noch gut einteilen. Stück für Stück. Das ist meine Taktik. Warum ist das gelb? Gott sei Dank hat das bemerkt. Warum ist das gelb? War das ein Apfelton oder was? Das war Wasser. Was hast du gemacht? Hey! Hey! Ganz solche, ja? Was hast du gemacht? Ich muss so ein paar Schritte verloren. Ich schütte das gleich durch, Mann. Ja. Mach's mal zu jetzt. Mach's mal weg. Alter. Ich bin immer auf dem Boden verteilt. Eklig, ja. Was? Junge, wie eklig bist du? Was verfolgst du das? Alter. Junge, verdoll das nicht. Ja, das ist doch nicht witzig, das ist mein Trinken, Mann. Du schläfst auf meinem Trinken. Du ist mein. Ja, und du ist mein Trinkversorgung. Das gehört jetzt mir, Mann. Ey, nein. Ja, komm, Boxen, Alter. Das gehört mir. Das ist nur fair. Halt, mach's nicht vorbei. Du meinst ja richtig ernst. Ich hätte das Challenge, Leute. Meinst du richtig ernst, Junge? Schmeiß es direkt aus dem Kreis. Ja, ich hab so. Nochmal 2 Stunden später. Leute, Kelvin ist wieder eingepennt. Was? Wie dumm? Ich penne hier die ganze Zeit ein. Da hinten ist das Geld. Ganz ehrlich, wenn die da so eine miesen Tricks machen, wie in die Flasche da rein machen, dann würde ich einfach gar nicht schlafen wollen. Was? Das mir gehört, ich esse jetzt sein Essen weg. Oh, ja, okay. Damit er nichts mehr zu essen hat. Ich habe so Hunger noch. Jetzt gönne ich mir sein Brot. Ist aber nur fair, ganz ehrlich. Das ist aber auch nur fair. Ich meine, er hat in die Flasche gepinkelt. Also wirklich. Das finde ich fair.
ja richtig zäh, ist ja gar nicht mehr frisch. Mhm. Aber egal. Brot ist Brot. Der hat so viel gegessen. Wie lange schläft er denn? Wenn er einfach erstmal ganz gemütlich noch diesen Rest vom Brot da erstmal ganz gemütlich wegessen kann. Wie lange schläft er? Was ist das? Ich bin so voll, ich kann nicht mehr. Oh. Aufstehen! Tausch diesen Winter Stiefel. Boah, ich bin wieder eingefallen. Hast du ja getrieben, ne? Na, gechillt. Nix Wildes. Hey, was ist mein Baguette? Ey, hat euch schon was aufgegessen? In meinem Bauch, Junge. Chill, Mann. Junge, du hast mein Trinken versaut. Guck, ey, stopp. Hä? Junge, du hast mein Trinken versaut. Mein Trinken kriegst du nicht. Oh, okay, jetzt wird's krass. Warum hat er nicht die ganze Zeit Fullspray eigentlich benutzt? Das hat er ja auch noch. Na, ist jetzt auch egal. Hol's dir doch. Ist nicht so. Jetzt geht's ums nackte Überleben hier. Verdammt, mir reicht's jetzt langsam. Nein, stopp. Ey, mach das ist beide für. Warte mal, wie dumm ist denn das jetzt? Ich meine, das lag da. Ich an Marvins Stelle hätte es einfach weggeschubst. Dann hätte er das nicht mehr machen können. So hätte ich das jedenfalls gemacht. Das ist für uns beide schlecht, mach das nicht. Mach das nicht, ey. Erstmal hier, wo du dich dran kommst. Ganz ruhig. Ja? Okay. Ganz ruhig. Wir beruhigen ein Sätzchen. Wir setzen es jetzt hin, legen die Waffen in die Mitte. Ja? Wir setzen es jetzt hin, genau. Ganz ruhig. Wir drehen die erstmal. Nicht durchdrehen, wir reichen erstmal die Lage. Alles sehr ernst. Wir haben kein Wasser. Wir haben nur noch unsere. Wir müssen uns jetzt damit zwingen, hier rauszugehen, ne? Ey. Deins ist schlecht für uns beide. Wenn du deins benutzt, spritze ich dich voll, ist mir egal. Dann mach ich dich kaputt mit dem Wasser hier. Also überlegst dir gut, ob du das benutzen willst. Legen wir erstmal am Boden, Waffenstillstand, okay? Okay, ich bin erstmal satt. Danke, ne? Leute, ich kann auf jeden Fall gut aushalten noch. Toilette muss ich zum Glück auch nicht, da du mein Trinken vernichtet hast. Ey, nein, mach das nicht, ey. Gleich noch, was sehen. 5 Stunden, als ob. Ich will das Furzbein hier verstecken, in meinem Ärmel. Dann werde ich sprühen. Okay, Leute, time für Furzbein. Warum schlafen die denn immer ein? Ich hätte gar kein Vertrauen gegenüber dem anderen. Ich hab's im Ärmel versteckt. Was? Jetzt wird Marvin. Leute, Zeit fürs Fortspray. Da liegt Marvin. Ich tue das jetzt nochmal in meinen Ärmel rein. Alter, da kam die ganze Dunstwolke raus. Fortspray! Marvin, kannst gerne den Kreis verlassen. So ekelhaft! Marvin gesetzt. Und? Ich bin noch da. Keine Chance. Hey, raus. Nein! Hör auf! Jetzt kann ich nicht mehr.
Ja, nein! Das ist ja sicher auch gestanden. Ich habe auf Marvin gesetzt, ich habe gewonnen. Eine Scheiße, Mann. Alle anderen haben auch gewonnen, die jetzt auch auf Marvin gesetzt haben. Leute, er hat sich nicht mehr aufgeteilt. Dieses gehört mir. Geh mal weg, Junge! Alles meins, Junge! 10.000 Euro! Oh, geil! Gehören mir! Komm, weil ich so nett bin, ein Fuffi kannst du abhauen. Nächste, Junge! Ciao! Ich hab gewonnen, Leute! Okay. Danke an alle, die für mich gestimmt haben, Leute! Bis zum nächsten Video! Okay, alles klar, das war ja.